Caspar David Friedrich weilte oft auf der Insel Rügen in der Ostsee. Ganze 6 Mal hat er die Insel besucht. Was ihn wohl auf der Insel so faszinierte? Schon damals war die Insel sehr beliebt und die Felsen, die du auf dem Bild siehst, eine Touristenattraktion. Eigentlich siehst du auf dem Bild nur Bäume, Felsen, das Meer und 3 Personen. Caspar David Friedrich lebte im Zeitalter der Romantik. Und in der Romantik war jedes einzige Blümchen, jede Farbe, jede Regung wichtig. Die Natur war für die Romantiker wie ein großer Spielplatz, um über die großen Gefühle und die Sehnsucht nachzudenken. Sehnsucht. Hast du dir nicht auch schon mal gewünscht, lieber auf dem Schiff draußen auf dem großen blauen Meer zu sein, statt nur am Ufer winken zu dürfen? So kann man sich vielleicht das Gefühl der Sehnsucht vorstellen. Symbole sollten in der Romantik die großen Gefühle noch verstärken. Wenn man einen Menschen sehr lieb hat, dann beschenkt man ihn mit Blumen. Oder aber du schenkst deinem Freund, deiner besten Freundin ein Freundschaftsband. Das sind auch Symbole, um eben ein Gefühl auszudrücken. Caspar David Friedrich hat sich als Symbole für sein Bild nicht die Gegenstände, sondern Farben ausgesucht. Der Mann in der Mitte ist in Blau gekleidet, die Frau trägt ein rotes Kleid und der Mann rechts trägt einen grünen Mantel. Und was sollen nun die Farben Rot, Grün und Blau bedeuten? Die Menschen haben sich über Jahre hinweg darauf geeinigt, dass Blau die Farbe des Glaubens sein soll. Rot steht für die Liebe und Grün ist die Farbe der Hoffnung. Liebe, Glaube, Hoffnung. Diese 3 Werte nennt man auch Tugenden. Tugenden der Partnerschaft und der Freundschaft. Die Idee zum Gemälde entstand kurz nach Caspar David Friedrichs Hochzeit. So könnte doch dieses Landschaftsbild ja glatt ein verstecktes Hochzeitsbild sein.